Die Menschen in Russland sind in Schockstarre. Nach dem Terroranschlag in der Krokus-Konzerthalle bei Moskau mit aktuell 137 Toten haben sich Tausende am Ort des Anschlags versammelt, legen Blumen nieder und zünden Kerzen an. Das Putin-Regime zögert indes keine Sekunde, den Anschlag für seine Zwecke zu nutzen. Putin suggeriert eine Verbindung zwischen den Attentätern und der Ukraine. Seine Propagandisten verstärken diese Linie, ohne Beweise vorzulegen. Zu dem Anschlag bekannt hat sich ein Ableger des sogenannten Islamischen Staats, der Islamische Staat Provinz Khorasan. Ein Bekenntnis, das von Experten und Geheimdiensten als glaubwürdig eingestuft wird. Damit steigt auch die Sorge vor ähnlichen Angriffen in Deutschland und Westeuropa. Das Vorgehen der Attentäter bei Moskau erinnert unweigerlich an den Terroranschlag auf das Bataclan in Paris 2015 oder auf ein Popkonzert in Manchester 2017. Frankreich ruft am Sonntag dann auch die höchste Terrorwarnstufe aus. Im Sommer beginnen dort die Olympischen Spiele. Auch in Deutschland wächst die Sorge. Innenministerin Faeser spricht von einer akuten Gefahr, die von dem IS-Ableger auch hierzulande ausgehe. Auch in Deutschland steht ein Großereignis an. Die Fußball-EM beginnt Mitte Juni. Ein Grund für erhöhte Wachsamkeit, warnt der Terrorismusforscher Peter Neumann in unserem Gespräch heute. Außerdem spreche ich mit unserem Russland-Korrespondent Friedrich Schmidt über die Lage im Land und mögliche Folgen des Anschlags, den die Sicherheitsbehörden ja trotz aller Überwachung und Kontrolle nicht verhindern konnten. Das alles besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland am 25. März 2024. Mitgeholfen haben Jennifer Brückner und Kati Schneider. Mein Name ist Felix Hoffmann. Und bevor wir jetzt einsteigen in die Gespräche, hat uns Jennifer Brückner noch einmal den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst. Bitteschön. Endlich ist es soweit. Die Rockband Picnic aus St. Petersburg soll am Freitagabend ihr lang ersehntes Konzert geben. Über 6000 Fans sind in die Krokus City Hall in Krasnogorsk, nordwestlich von Moskau, gekommen. Doch das Konzert findet nie statt. Bevor es überhaupt losgeht, dringen mehrere schwer bewaffnete Männer in Tarnkleidung in die Konzerthalle ein. Schüsse fallen. Menschen rennen um ihr Leben. Die Nachrichtenagentur REA meldet, die Angreifer hätten eine Granate oder mehrere Brandbomben geworfen. Das staatliche Ermittlungskomitee spricht von brennbarer Flüssigkeit in den Räumen der Konzerthalle. Ein Großbrand bricht aus. Fast das komplette Dach stürzt hinab und hinterlässt ein Bild der Verwüstung. Nach aktuellem Stand werden 137 Menschen getötet, 182 verletzt, viele von ihnen schweben noch immer in Lebensgefahr. 62 Leichen konnten bislang identifiziert werden. Andere sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, heißt es. Es ist der verheerendste Terroranschlag auf russischem Boden seit rund 20 Jahren. Noch am selben Abend reklamiert der Islamische Staat über einen Telegram-Kanal die Tat für sich. Kurze Zeit später, am Samstagmorgen, meldet der russische Inlandsgeheimdienst 11 Festnahmen. Auch die 4 Attentäter sollen darunter sein. Die Verdächtigen seien in der Region Bryansk im Süden des Landes aufgegriffen worden, so die Staatsagentur TASS. Bryansk grenzt sowohl an die Ukraine als auch an Belarus. Auch wenn alle Indizien für den IS als Drahtzieher sprechen, versucht Putin die Ukraine mit dem Terroranschlag in Verbindung zu bringen. So sagt er nur wenige Stunden nach der Festnahme: Sie versuchten, sich zu verstecken und bewegten sich in Richtung Ukraine, wo nach vorläufigen Angaben auf ukrainischer Seite ein Durchgang zum Grenzübertritt für sie vorbereitet wurde. Belege gibt es für diese Behauptung nicht. Zelensky weist die Vorwürfe in seiner täglichen Ansprache auch zurück. Was gestern in Moskau passiert ist, ist offensichtlich. Sowohl Putin als auch andere Schurken versuchen einfach, die Schuld auf jemand anderen zu schieben. Die Linie Moskaus scheint damit klar. Das Putin-Regime sieht die Ukraine als Entschuldigen, den Westen als Drahtzieher. Was bleibt, ist die Frage, wie viel Moskau hätte wissen können. Eine Warnung der USA vor einem drohenden Anschlag hatte Putin noch vergangene Woche als Provokation zurückgewiesen. Auf Aufklärung und Wahrheit hoffen die Angehörigen der Opfer aber vermutlich vergebens. Politisch ist die Schuldfrage für Putins Russland bereits geklärt. Ergebnis offener Ermittlungen scheinen damit undenkbar.
Soweit die Zusammenfassung der Ereignisse. Vielen Dank, Jenny. Nach dem Anschlag gibt es allerlei Erklärungen, Anschuldigungen und jede Menge Propaganda und natürlich auch eine wachsende Furcht vor ähnlichen Anschlägen hier bei uns. Und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir in der Leitung ist jetzt der Terrorismusforscher Peter Neumann vom King's College in London. Hallo, Herr Neumann. Hallo, guten Tag. Ja, ich habe mir mal Ihre Tweets zum Anschlag bei Moskau angeguckt und da sammeln sich ja ziemlich aberwitzige Kommentare drunter, teilweise zumindest. Überrascht es Sie, dass in der Öffentlichkeit so viel Unklarheit darüber herrscht, wer für diesen Anschlag verantwortlich ist? Also erstmal schaue ich mir viele dieser Drukos gar nicht mehr an, aus genau diesem Grund. Auf der anderen Seite stimmt es natürlich, dass bei diesem Anschlag viele Leute ganz unglaublich krude Theorien auch artikulieren. Und ich kann mir das eigentlich nur mit russischer Desinformation erklären. Denn bei all den Anschlägen in der Vergangenheit, und ich mache das ja schon seit 10 Jahren und habe viele Anschläge sozusagen schon miterlebt, wenn da die Nachricht kommt vom IS, wir waren's, dann auch noch die Bestätigung, dann noch ein Video, was von den Attentätern selbst gefilmt wurde, besteht eigentlich niemals irgendein Zweifel daran, dass das tatsächlich der IS war. Bei diesem Anschlag aber schon. Und das hängt damit zusammen, dass die Russen eben sehr kontinuierlich und sehr systematisch das versuchen, in die ukrainische Richtung zu lenken und den IS überhaupt nicht erwähnen. Ja, darüber reden wir gleich auf jeden Fall noch. Bekannt hat sich ja ein Ableger des IS, der Islamische Staat Provinz Khorasan, kurz ISPK. Vielleicht einmal ganz kurz zusammengefasst für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer sind die und wo kommen die her? Also sie kommen ursprünglich aus Afghanistan, wurden Mitte der 2010er Jahre dort gegründet, kämpfen auch in Afghanistan gegen die Taliban. Aus deren Sicht sind die Taliban zu lasch. Also die sind noch extremer. Sagt ja auch schon viel, ja. Ja, sind noch extremer als die Taliban. Und die haben sich eben in den letzten 2-3 Jahren sehr aggressiv auch in der ganzen Region ausgebreitet. Und Khorasan ist quasi eine historische Referenz zu der gesamten Region über Afghanistan hinaus, die auch Zentralasien mit einschließt, die auch Teile des Irans mit einschließt. Dort rekrutiert ISPK sehr stark, vor allem in Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan. Und was ISPK auszeichnet oder anders macht als viele anderen Ableger des IS aktuell, ist eben, dass ISPK tatsächlich in der Lage ist und sehr aggressiv auch Operationen plant außerhalb des eigenen Gebietes, also zum Beispiel in Westeuropa und eben auch in Russland. Ja, der ISPK, der hat sich ja gleich mehrfach bekannt jetzt zu diesem Anschlag bei Moskau. Wie glaubhaft ist das Bekenntnis? Ich glaube, das habe ich schon rausgehört bei Ihnen. Aber woran machen Sie das auch fest, dass dieses Bekenntnis auch stichhaltig ist? Ja, also so im Laufe der Jahre haben Leute wie ich und viele meiner Kollegen ja schon so eine Art Protokoll etabliert dafür, wie man verifiziert, dass eine Nachricht des IS tatsächlich auch authentisch ist. Und der wichtigste Punkt ist eben, über welche Kanäle diese Nachricht verbreitet. Und tatsächlich wird diese Nachricht über all die offiziellen IS-Kanäle verbreitet, über die jeden Tag auch tatsächlich immer offizielle Nachrichten des IS kommen. Und das ist der wichtigste Anhaltspunkt. Dann schaut man sich natürlich noch andere Dinge an. Stimmt die Sprache? Stimmt das Format? Stimmt der Kontext? Und alles deutet eben bei diesen Nachrichten in dieselbe Richtung. Und das ist tatsächlich, dass das eine authentische Nachricht des IS ist. Wenn ich da nochmal nachfragen darf, weil ein Unterschied zu anderen Anschlägen des IS ist, fällt ja schon auf. Und das ist, dass die Täter ja geflohen sind und nicht am Tatort getötet wurden. Sie haben trotzdem keine Zweifel an der Täterschaft des ISPK. Nein, überhaupt nicht. Und das ist etwas, was ich häufig gefragt werde. Es gibt beim IS 2 Arten von Operationen. Es gibt Märtyreroperationen, da opfert man sich selbst, in Anführungszeichen. Und es gibt sogenannte Ingimasi, also Kommandooperationen. Da macht man weiter, bis man entweder von den Sicherheitskräften getötet wird oder man flüchten kann. Und das ist eine Art von Operation, die immer wieder vorkommt. Zum Beispiel Berlin-Breitscheidplatz 2016. Ja. Der Anis Amri wurde nicht am Breitscheidplatz getötet, der ist geflüchtet und wurde 3 Tage später erst in Italien gefunden und erschossen. Auch das war natürlich eine legitime IS-Operation, aber eine andere Art von Operation als eine Märtyrer, eine Selbstmordoperation. Ja.
Ja, guter Hinweis. Sie haben vorhin schon angedeutet, es gibt viel russische Propaganda jetzt auch nach diesem Anschlag. Und da gibt's ja zwei große Narrative zu den Geschehnissen, die sozusagen gerade rumgehen. Fangen wir mal mit dem Unbekannteren an. Aus der Ukraine und auch aus russischen Oppositionskreisen heißt es, die russische Regierung selbst könnte da die Finger mit im Spiel haben, hinter dem Anschlag stecken, eben um die Ukraine jetzt beschuldigen zu können und damit die Unterstützung für die sogenannte Spezialoperation in der russischen Bevölkerung zu stärken. Ist das denn ausgeschlossen? Also ich halte das für extrem unwahrscheinlich, auch von Anfang an. Das war ja das dominante Narrativ am Freitagabend. Ich halte es deswegen für unwahrscheinlich, weil ja die Amerikaner vor diesen Anschlägen gewarnt haben, Anfang des Monats. Also die Amerikaner selbst hatten den ISPK schon auf dem Schirm und hatten das, hatten die Russen davor gewarnt. Da könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht haben die Russen das dann trotzdem passieren lassen. Aber dann wäre es doch unglaublich dumm von dem Putin, das zu machen, was er vor 5 Tagen gemacht hat, sich nämlich in der Öffentlichkeit hinzustellen und diese Warnung der Amerikaner in den Wind zu schlagen und sie sogar öffentlich lächerlich zu machen. Denn das lässt ihn ja jetzt nachlässig und schwach aussehen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es eine sogenannte falsche Flagge war. Ich glaube, dann hätten sich die Russen anders verhalten. Ja, aber es wäre ja nicht unbedingt das erste Mal. Also auch bei früheren Terroranschlägen in Russland gab es ja durchaus Indizien für eine Beteiligung des FSB, also des russischen Inlandsgeheimdienstes, beispielsweise bei den Bombenangriffen auf Wohnhäuser Ende der 90er, die Putin ja letztendlich zu dem starken Mann gemacht haben, der heute ist, oder? Richtig, das ist immer noch, sage ich mal, umstritten, was da genau passiert ist. Und tatsächlich gibt es da einige Indizien, dass die russischen Behörden oder dass Putin selbst davon gewusst hat. Das ist bis heute nicht geklärt. Das mag sein, aber in diesem Fall glaube ich eben, dass es nicht der Fall war. Okay, dann lassen Sie uns noch zum dritten Narrativ kommen. Das nämlich, worauf sich die russische Führung offenbar festgelegt hat. Die Ukraine steckt hinter diesem Terroranschlag, vermutlich noch mit westlicher Unterstützung. Das hat Putin ja angedeutet. Die Propagandakanäle Russlands haben das ganz offen behauptet. Gibt es denn dafür irgendwelche Belege oder auch nur Indizien? Nein, gibt es nicht. Und das ist etwas nicht ganz Kurioses, denn es ist natürlich logisch erklärbar, warum das jetzt passiert. Das passiert, weil das für Präsident Putin eine sehr unangenehme Situation ist, weil er nachlässig, weil er schwach aussieht. Und jetzt versucht er natürlich, erstens von diesem Versäumnis abzulenken. Das ist das Wichtigste. Und zweitens versucht er es jetzt in eine Richtung zu drehen, die für ihn sogar noch nützlich ist, nämlich um seinen eigenen Krieg, seinen Aggressionskrieg in der Ukraine zu unterstützen und die Leute dafür zu mobilisieren. Deswegen haben wir gestern jetzt schon unglaublich viel Informationen im Internet gesehen, Informationen, die von den Russen rausgepumpt werden, um diese Verbindung mit der Ukraine zu suggerieren. Vieles davon ist falsch, man muss da sehr, sehr kritisch sein. Also gefälschte Personalausweise von Kämpfern und so weiter und so fort. All das stimmt nicht und es macht auch keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, weil der ISPK, dieser Ableger, keine Verbindung in die Ukraine hat, weil der ISPK seit langem schon Russland im Visier hat und natürlich, weil die Identität der Attentäter auch überhaupt nicht auf die Ukraine hindeutet. Es gibt keine Indizien. Der Einzige, der das behauptet, ist Wladimir Putin. Ja, Sie haben das Kalkül, was hinter dieser Behauptung steckt, ja gerade beschrieben. Es geht darum, ja auch die Unterstützung für den Angriffskrieg in der Ukraine zu stärken. Was sagen Sie denn als Terrorismusforscher? Ist das eine erfolgsversprechende Strategie? Funktioniert sowas? Das kann durchaus gut funktionieren, vor allem wenn man sich vor Augen hält, dass natürlich viele, in Anführungszeichen, normale Russen keine nicht-russischen Informationsquellen haben. Und wenn man sich vor Augen hält, natürlich, dass Wladimir Putin die offiziellen Informationsquellen in Russland allesamt kontrolliert. Das heißt, die einzigen Informationen, die normale Russen bekommen, die jetzt nicht oppositionell aktiv sind oder so, sind natürlich die von der russischen Regierung. Und da haben wir eben gestern bereits gesehen, dass die Propagandachefin des Kremls gesagt hat, unsere Linie ist ab sofort, die Ukraine ist verantwortlich, der IS hat damit nichts zu tun und koordiniert wurde das alles von der CIA in Amerika. Und dafür wird man jetzt in den nächsten Tagen immer mehr in Anführungszeichen Beweise und Belege liefern. Ob die stimmen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Denn selbst wenn sie offensichtlich nicht stimmen, ist es den Russen bereits gelungen,
Zweifel zu wecken, auch in Deutschland, ja, gesagt wird, naja, die Faktenlage ist noch unklar, wir wissen gar nicht genau, was da passiert ist. Wir wissen ziemlich genau, was da passiert ist, und alles, was jetzt von Moskau kommt, dient eigentlich nur dazu, diese Zweifel zu nähren. Ja, Herr Neumann, lassen Sie uns zum Schluss noch mal ganz kurz nach Deutschland und Westeuropa blicken. Frankreich hat die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen, und vergangene Woche erst wurden hier in Deutschland zwei Männer mit mutmaßlichen Verbindungen zum ISPK festgenommen. Innenministerin Faeser hat gesagt, die Gefahr durch islamistischen Terrorismus, die bleibe akut. Das ist ja so ein typischer Sicherheitsbehörden-Politiker-Sprech. Was heißt denn das konkret, dieses akut? Wie groß ist die Gefahr eines solchen Anschlags in Westeuropa? Bitte sagen Sie nicht ja, akut. Also nein. Und genau daran habe ich mich auch so ein bisschen gestört, weil ich glaube, dieser Begriff akut, also den hatte ich vorher noch nicht gehört, und ich weiß auch nicht genau, was das bedeuten soll. Natürlich ist die Gefahr sehr hoch. Sie ist übrigens nicht erst seit letzter Woche hoch, sondern sie ist mindestens seit dem 7. Oktober, seit der Terroroffensive der Hamas und dem Konflikt, der daraus resultiert ist, deutlich gestiegen. Wir hatten in den letzten Monaten mindestens 3 oder 4 versuchte Anschläge in Deutschland, dschihadistische versuchte Anschläge. Und da kommt jetzt also noch diese Gefahr durch den ISPK hinzu. Auch diese Gefahr geht natürlich etwas weiter zurück. Der ISPK versucht es im Prinzip seit 2 Jahren in Deutschland schon, vor Weihnachten mit diesen versuchten Anschlägen auf den Kölner Dom. Was besonders ist an dem ISPK ist, dass im Unterschied zu allem, was in der Vergangenheit passiert ist, dass wir es jetzt wieder mit Netzwerken zu tun haben, also nicht mit Einzeltätern, sondern mit Gruppen von Leuten, die ziemlich gut organisiert sind. Und das ist, da hat natürlich Frau Faeser recht, das ist eine wieder neue Dimension der Gefahr, und das ist natürlich auch etwas, wo die Sicherheitsbehörden gerade im Hinblick auf die Europameisterschaft sehr genau aufpassen. Ja. Und die Olympischen Spiele, die ja auch anstehen dieses Jahr. Alles klar, Herr Neumann, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung, und beste Grüße nach London. Dankeschön. Der Terrorismusforscher Peter Neumann sieht die Verantwortung für den Anschlag also klar beim IS und damit auch eine erhöhte Terrorgefahr hier bei uns in Deutschland und Europa. Um Anschläge zu verhindern, ist eine Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden unverzichtbar. Das heißt konkret, Warnungen müssen gehört und ernst genommen werden. Russland war gewarnt worden vor einem drohenden islamistischen Anschlag von den USA. Putin hatte diese Warnung aber am vergangenen Dienstag erst als Provokation zurückgewiesen. Das klingt sehr nach Erpressung und den Versuch, unsere Gesellschaft einzuschüchtern und zu destabilisieren. Das sieht im Nachhinein natürlich gar nicht gut aus, gerade für einen Präsidenten, dessen wichtigste Legitimationsquelle die innere Sicherheit ist und bleibt. Wie sich das alles auswirkt in Russland, wie es weitergehen könnte, das bespreche ich jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Friedrich Schmidt. Hallo Friedrich. Hallo. Die 4 mutmaßlichen Täter, die sitzen ja in Untersuchungshaft. Was ist denn der aktuelle Stand der Ermittlungen in Russland? Was weiß man? Ich glaube, es sind noch ziemlich viele Fragen offen eigentlich. Es ist unklar, ob es nur 4 Täter waren. Das hat zwar Putin gesagt und der FSB auch, aber diese Aufnahmen, die die Terrormiliz IS vorgelegt hat, die zeigen eigentlich, dass es noch einen 5. geben sollte. In manchen Berichten ist auch bis zu 6 die Rede. Man müsste das mal klären, aber natürlich ist da noch wenig von Fortschritten zu hören. Man hat jetzt erstmal diese 4. Und die wurden da ja auch gestern mit manifesten Spuren von Misshandlungen im Gericht vorgeführt. Womöglich wird man dann natürlich noch mehr hören, aber jetzt gerade ist so viel nicht weiter da. Also 137 Tote, 182 Verwundete ist der aktuelle Stand. Ja, sie sollen da etwa 18 Minuten gewütet haben in dem Konzertsaal. Vorgefahren sein sollen sie in einem weißen Renault-Kleinwagen und mit demselben Kleinwagen dann wieder weggefahren. Dann aber noch stundenlang durch Russland gefahren sein, ehe man sie dann im westrussischen Brjansker Gebiet gestoppt habe. Ja, gut, dass du das ansprichst. Putin behauptet ja, die Täter wären da in Richtung Ukraine unterwegs gewesen und wollten dann angeblich die Grenze überqueren. Ist das denn überhaupt ein denkbares Szenario? Also die Grenze ist ja Kriegsgebiet aktuell, da fährt ja niemand einfach so rüber, oder? Ja, in der Tat. Also die Ukrainer sagen auch, dass es völlig absurd sei, diese Darstellung. Denn natürlich sind im Grenzgebiet auch allein auf russischer Seite jede Menge Sicherheitskräfte, ganz unterschiedliche. Natürlich Militärs sind da, aber auch natürlich
der Inlandsgeheimdienst FSB ist für den Grenzschutz zuständig und so weiter. Wo sie das hätten machen sollen, ist halt die Frage, ob sie dann einen Grenzübergang hätten wählen sollen oder ob sie da irgendwo durch den Wald hätten robben sollen. Ja, können wir uns denn überhaupt wirklich sicher sein, dass die Festgenommenen auch die Täter sind? Also ihre Geständnisse, du hast es schon angesprochen, haben sie ja augenscheinlich zumindest unter Folter abgelegt. Sie wurden vorgeführt kurz nach den Festnahmen. Es gibt zu jedem von ihnen so kurze Verhörvideos. Eigentlich spricht nur einer von denen da Russisch, die anderen sprechen Tadschikisch. Ich verstehe das jetzt nicht. Ich habe es jetzt nicht so verstanden, was sie sagen, aber so besonders viel ist da irgendwie nicht rauszuhören. Aber es ist so, dass Journalisten die Kleidung, die diese vier Leute tragen, verglichen haben mit der Kleidung der Leute, die in dem IS-Video das wohl die Tat zeigt, das wohl zeigt, wie die da rumlaufen und Leute erschießen. Das haben sie verglichen und es spricht schon dafür, dass das die Leute sind. Also, ja. Aber klar, es kursieren wie immer bei allem, was in Russland passiert, jede Menge Theorien zu allem Möglichen. Es ist ja das Land der Verschwörungstheorien und das muss man natürlich auch würdigen, dass das Land der Verschwörungstheorien ist. Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, denn das Regime, das scheint ja weniger an Aufklärung als an Schuldzuweisung in Richtung Ukraine interessiert zu sein. Ist denn überhaupt zu erwarten, dass bei den russischen Ermittlungen irgendwas Belastbares rauskommt? Es ist schon so, dass die Ermittlungen in solchen offenkundig bedeutsamen, politisch bedeutsamen Fällen auch politischen Imperativen folgen. Also es ist schon so, dass in normalen Zeiten, Anführungszeichen, der FSB eigentlich dafür bekannt ist, dass er in Terrorverfahren da politischen Opportunitäten folgt. Und ja, in einem Fall, in dem es so viele Opfer gibt, in dem auch die russische Staatsmacht und die Sicherheitskräfte entblößt eigentlich dastehen, weil sie das nicht verhindert haben, da ist natürlich damit zu rechnen, dass die Ermittlungsergebnisse jetzt auch nicht unbedingt das sind, was man als unvoreingenommen und objektiv charakterisieren könnte. Ja, das ist ja nun passiert, weniger als eine Woche nach dem Ende der sogenannten Wahlen, der Scheinwahlen in Russland. Und das Narrativ aus dem Kreml, das passt ja zu einer Vermutung, die einige Analysten geäußert haben, dass es nämlich nach der Wahl zu einer erneuten Mobilisierung kommen könnte. Da würden ja jetzt diese Anschuldigungen in Richtung Ukraine gut dazu passen. Zeichnet sich das jetzt ab? Nein, das finde ich nicht. Das wird dann auch sehr verschwörungstheoretisch, so nach dem Motto, das haben die doch alles selber angezettelt und dann benutzen sie das jetzt und so. So weit würde ich nun wirklich nicht gehen. Und zwar aus folgenden Gründen. Es gibt durchaus immer mal wieder so putinsche Spezialoperationen. Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Krieg gegen die Ukraine, sondern auf alles Mögliche, was offenkundig einem vorgefertigten Drehbuch gehorcht. Ja, zum Beispiel, wie er vor 4 Jahren die Verfassungsänderung in die Wege geleitet hat, um dann jetzt an der Macht bleiben zu können und wieder antreten zu können und so. Dann ist es so, es von vornherein passiert was und es treten dann Leute auf und deuten das im Sinne des Kremls und so weiter. Und all das sieht man jetzt nicht. Es ergibt sich ein sehr chaotisches Bild. Es wirkt auf mich eher so, als dass natürlich dann, sobald man sah, es ist etwas Schlimmes passiert da in der Krokus City Hall, verschiedene Vertreter, die das nun mal gerade der politischen Konjunktur entspricht, auf die Ukraine und den Westen gewiesen haben. Und das, aber schon wenn man Putins Rede sich anhört, die er ja am Samstagnachmittag dann nach stundenlangem, 19-stündigem Fehlen aus dem öffentlichen Raum gehalten hat, das ist auch nicht so, dass er da die Ukraine ganz einfach so plump für alles verantwortlich macht, sondern er spricht von einem Fenster, das da vorbereitet gewesen sei für die Täter, auf das sie dann die Grenze hätten passieren können. Aber er führt das gar nicht weiter aus. Er macht auch nicht so die sonstige Litanei an Vorwürfen, die er sonst gegen die Ukraine erhebt, sondern er spricht sogar von einem Kampf mit anderen Staaten gegen einen gemeinsamen Feind, den internationalen Terrorismus. Und das ist die Rhetorik, die er gepflegt hat aus der Hochzeit seines Einsatzes für den Gewaltherrscher Assad in Syrien, als er dann immer noch so versucht hat, diesen Kampf für Assad, dem Westen als Antiterrorkampf unterzujubeln. Und sich da so als Partner angedient hat im gemeinsamen Kampf gegen den IS und so. Also da deutet er das eigentlich sozusagen selber an. Man sieht jetzt noch nicht, dass er versuchen würde, dieses Geschehen zu nutzen für eine weitere Mobilmachung. Also das kann natürlich noch passieren.
Bisher ist es aber nicht passiert. Okay, da bleibt also noch Raum für Interpretation. Die russischen Sicherheitsbehörden, das Militär, alle blicken sie ja in die Ukraine. Hat man in Moskau darüber die tatsächlichen Sicherheitsbedrohungen aus dem Blick verloren? Also man konnte den Anschlag ja trotz einer Warnung aus den USA offensichtlich nicht verhindern. Es gab diese Warnung ja am 7. März. Es ist so nicht so ganz klar, was die Amerikaner jetzt genau den Russen übermittelt haben an Geheimdiensterkenntnissen über einen Anschlag von dem IS. Aber es ist schon so, dass natürlich der Großkonflikt mit der Ukraine, den man ja in Russland als Großkonflikt mit dem Westen begreift, den Blick natürlich trübt. Genauso trübt übrigens der schon lange vor dem großen Angriff auf die Ukraine eingesetzte Feldzug gegen innenpolitische Gegner. Man muss sich mal anschauen, wie zum Beispiel Alexei Nawalny und die Strukturen dieses jüngst jäh in russischer Haft verstorbenen Oppositionellen bekämpft wurden. Über Jahre ein Großaufgebot an Geheimagenten, am Zentrum für Extremismusbekämpfung des Innenministeriums, an Polizisten. Wahnsinnig viele Prozesse und so weiter. Wer in Russland alles als Terrorist und Extremist gilt, tatsächlich gilt auch der IS als Terrorist, aber genauso zum Beispiel der Schriftsteller Boris Akunin, der gegen den Krieg ist und so weiter. Ein Mann, von dem ich nicht wüsste, dass er jemals irgendwie Anschläge verübt hat. Da natürlich bindet dieser Kampf gegen nicht nur dann die Ukraine als äußeren Gegner, sondern auch gegen die inneren Gegner enorm viele Ressourcen und macht natürlich auch an entscheidender Stelle blind, also jedenfalls weniger sichtbar. Der FSB nimmt schon immer mal wieder Leute fest. Man weiß dann immer nicht so genau, sind das wirklich Terroristen oder machen sie das nur, um die Statistik aufzubessern. Aber natürlich bindet dieser Kampf gegen innere und äußere Gegner enorm viele Ressourcen. Du hast gerade erwähnt, die russischen Sicherheitsbehörden, deren Ressourcen richten sich gerade gegen die Ukraine eigentlich und auch gegen innere Gegner. Warum greift denn der sogenannte Islamische Staat jetzt überhaupt Russland an? Woher kam dieser Angriff? Naja, es ist ja schon so, dass Russland ein Ziel des IS ist. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Anschläge des IS in Russland, außerhalb Russlands, zum Beispiel im September 2022 in Kabul, da sind 5 Leute ums Leben gekommen, darunter 2 Diplomaten, russische, das war auch der IS. Es gab 2015 schon den großen Anschlag auf ein russisches Flugzeug mit Urlaubern, die zurückflogen aus Ägypten nach Petersburg, ist abgestürzt, über dem Sinai war auch der IS, 224 Tote. Immer mal wieder gab es in den vergangenen Jahren Anschläge auch in Russland. Teilweise übrigens ist es so, dass es Russland gar nicht daran gelegen war, das überhaupt als IS-Anschlag darzustellen. Das liegt daran, dass man ja gesagt hat, wir haben in Syrien den IS letztlich besiegt. Hat man dann die Rolle der westlichen Allianz gegen den IS dann gerne so klein geredet und gesagt, wir waren das, wir haben den IS besiegt und so weiter. Also natürlich ist aus Sicht jetzt der Terroristen, ohne dass ich mich besonders in sie hineinfühlen könnte, aber da ist Russland natürlich ein deklariertes Ziel auch. Hinzu kommt offenbar, dass ja bei diesen Terroristen offenbar, da geht es auch um Sichtbarkeit und so. Und der IS will offenbar auch speziell um Leute in Zentralasien werben, sein Standing da in der Region erhöhen. Ja, an solche Aktionen auf krude Weise soll das dann offenbar, sagen jedenfalls Terrorismusfachleute, die sich da besser einfühlen können in die Hirne der Terroristen, dass das Standing da erhöhe. Ja. Der Terrorismusforscher Peter Neumann, der hat mir gerade auch nochmal bestätigt, dass der IS hinter diesem Anschlag steckt. Und damit steht Putin ja jetzt vor einem Dilemma. Also eigentlich müsste er zurückschlagen, gegen den IS vorgehen, aber seine Truppen braucht er ja gerade in der Ukraine. Und er kann ja auch öffentlich jetzt schlecht zugeben, dass es eben doch der IS war, der hinter diesem Anschlag gesteckt hat. Gibt es denn irgendeine Idee in Moskau, wie man beides schaffen will? Dilemma für Putin, das ist so typisch westlich. Ja. Ich weiß nicht, ob der da ein Dilemma hat. Natürlich sehen manche Leute, dass das jetzt offenbar etwas unbeholfen ist, dass der Ukraine in die Schuhe zu schieben. Das kann man sogar in russischen Telegram-Kanälen lesen, die so aus dem Umfeld der Wagner-Miliz kommen, in der ja auch Prigozhin, der bei einem Flugzeugabsturz verstorbene Gründer der Wagner-Miliz, der immer so sich inszeniert als jemand, der die Wahrheit sagt, auch unbequeme Sachen ausspricht, die sonst keiner sich traut auszusprechen und so. Und in diesem Umfeld wird durchaus auch gesagt, dass das natürlich Quatsch ist oder geschrieben auf Telegram, dass das natürlich Quatsch ist mit den Schuldzuweisungen an die Ukraine und so. Aber so insgesamt gesehen
sollte man, glaube ich, mit dem Wort Dilemma für Putin so ein bisschen vorsichtig sein, weil er ja nun mal da den Apparat kontrolliert und so weiter. Und wenn er jetzt beschließt, das war die Ukraine, dann wird das halt die Ukraine sein für Moskau. Natürlich wird es dann Leute geben, die sagen, das ist doch Quatsch, aber die werden das in anonym geführten Telegram-Kanälen sagen und die werden das nicht im russischen Staatsfernsehen und in der Duma sagen. Und insofern ist das Dilemma für Putin jetzt zumindest kurz- und mittelfristig da nicht so besonders groß. Ist die andere Frage, ob er dann irgendwelche Folgen daraus zieht. Ich habe eher das Gefühl, dass man diesen Anschlag dann doch recht schnell vergessen wird. Also zumindest von Staats wegen. Ja, Putin hat also seinen Machtapparat fest unter Kontrolle. Vielen Dank, lieber Friedrich, für deine Einschätzung. Mucho Das war's für heute mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen ist meine Kollegin Livia Gerster an dieser Stelle für Sie da. Danke fürs Zuhören. Bis dahin, ciao.